Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei Struggle Play. Leider fällt die Monster Hunter Session heute aus, weil wir haben festgestellt, ich bräuchte ein Headset und das habe ich keines und ich kann auch wegen dem Tinnitus nicht wirklich auf Dauer ein Headset aufsetzen. Und jetzt müssen wir jetzt gucken, wie wir das regeln. Ja. Dass ich Monster Hunter spielen kann mit Dream und Lebe, ohne dass ich Zustände kriege. Hallo! Hallo Usagi, hallo Rulfimi, hallo Kase, yo, ready für die Runde Spirit Mara. Fast. Schön, dass ihr jetzt zuschaut. Wie geht's euch? Wieso Headset? Wieso ein Headset? Ja, pass auf. Wir spielen das auf der PlayStation 4. Und da muss man anscheinend ein Headset in den Controller einstecken, damit man sich über die PlayStation dann hört. Was ja logisch ist. Und ich dachte, dass wir machen das einfach über Discord, wie immer. Aber ist nicht drin, leider. Und deshalb muss ich jetzt heute Abend jetzt gucken, wo ich ein Headset bekomme, also ein Mikro zumindest, wo ich da einstecken kann. Und wie ich das dann hören kann, ohne ein Headset aufsetzen zu müssen. Und das haben wir gerade vor einer halben Stunde festgestellt. Habe ich gesagt, wir machen das in Ruhe und jetzt switch ich um auf Bildfahrer. Wie geht's euch allen? You are chebated, der arme Level. Ja, ich habe mich auch schon voll gefreut, mit Level zu spielen. Mann, heute im Zelda-Outfit. Meinst du den? Den habe ich immer. Den habe ich immer, wenn du das meinst. Cute. Dankeschön. Oder meinst du meine Haare? Zum Glück hast du nicht auch hier Kleidern. Das Umstandsmodenkleid, das weiß ich. Naja, oben, ich finde, oben geht das ja eigentlich. Nur unten wird das ja so brauchen. Das würde man ja gar nicht sehen bei mir. Die Haare kannte ich noch nicht. Ja, die habe ich. Ich habe selten so viel Zeit sonntags, um eine schöne Frisur zu machen. Und dann mache ich sie meistens immer nur auf eine Seite, das geht schneller. Aber heute hatte ich ein bisschen Zeit. You are chebated, schön, dass du reinschaust. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Oder kennen wir uns von Free? Zufällig? Jedenfalls schön, dass du da bist. Wir legen los. Ich muss erstmal wieder reinklicken. Oh, jetzt habe ich heute schon dreimal alles umgesteckt. Bei der Capture Card. Schon voll im Stress. Und trotzdem Zeit für die Haare. Sieht doch schick aus, danke! Danke, ihr seid so lieb. Rulfimi, wie geht's euch? Wie geht's euch? Was macht ihr? Und was muss ich überhaupt machen? Ach so, ich bin normalerweise bei dir. Okay, alles klar, dachte ich mir. Dann finde ich es schön, dass du heute bei mir reinschaust. Leider spielen wir kein Monster Hunter. Was kannst du Abendessen? Ein Magenknurren. Wie sehe, hast du neue Geräte in der Kombüse? Damit kannst du eine ganze Armee verpflegen. Stimmt, ich habe die Kombüse aufgewertet und noch irgendwas. Ich brauche einen kleinen Muntermacher. Etwas, das Energie für ein paar Stunden liefert. Vielleicht Schweinekoteletts. Okay. Ach stimmt, der wollte ja jetzt immer spezielles Essen machen. Gut geht's uns. Wir machen das Beste draus. Ja, was sollen wir machen? Aber am Sonntag. Ah, wir sind ja verabredet am Sonntag. Fällt mir wieder ein. Kaufen wir eigentlich da dann schon den Wein? Oder nicht? Wie war das jetzt? Ich glaube, wir müssen uns auch noch mal kurz schließen. Wenn ich meine Küche hätte, meine Gewürze sind zu Hause und den Markt, könnte ich etwas zaubern. Ja, ich auch. Ich weiß einfach nicht, was dich hier machen lässt. Du wirst doch improvisieren müssen. Darum geht es beim Kochen letztendlich. Lügen, die dich danach nicht verfolgen. Die weißen Worte deiner Urgroßmutter. Die war eine echte Dame. War sie das? Ah, okay, der hat mir gezeigt. Oh, das ist das. War das ein Ding? Kann ich das dann hier angucken? Gott. Die Steuerung. Melde dich wegen Headset. Kann dir auch gerne eins leihen zum Testen. Benötigst du Kopfhörerstecker, USB-Anschluss? Oh, vielen Dank. Ja, ich brauche was. Moment. Ich bin mir nicht sicher. Ich brauche irgendwas, das hier
hier in den Controller reingeht. Da wieder. Hier. So, in den PlayStation 4 Controller. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt. Also das braucht dann auch noch einen speziellen Anschluss, glaube ich. Also auf jeden Fall kein USB-Anschluss. So, jetzt muss ich mal gucken. Hotlet. Da. Kann ich das machen? Kann ich das vorbereiten? Seelentröste. Dann ist das ein Seelentröste. Brauche ich Schweinefleisch und ich glaube, das habe ich nicht. Wir sehen voll der Kontrast zu der Schlangendame. Ich glaube, die ist nicht mehr. Es ist echt schon zu lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Okay, Klinke. Ja, genau, Klinke. Klinke hat irgendwer gesagt. Also der Stecker-Typ, ja. Der hat Hunger, was geben wir dem? Weiß nicht mehr, was der gegessen hat. Oh Junge, die wir essen einfach. Okay. Komm her damit. Davon kann ich nie genug bekommen. Ja, Klinke hat Baby, glaube ich, auch gesagt. Und hier konnte ich Holz legen. Boah, ich bin voll faul. Nun, etwas zum Knabbern käme mir gerade sehr gelingen. Auch für die, was machst du? Was mochte sie denn und was mochte sie nicht? Sie mochte gar nicht. Okay. Also das ist, entschuldige bitte, ein verdammt hervorragender Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee ich in meinem Leben schon getrunken habe. Aber dieser gehört zu den besten. Vielen lieben Dank. War der Ofenkaffee. Der Kaffee, den wir einfach, also die Kaffeebohnen, die wir einfach in den Ofen rein gemacht haben. Und Rulpimin, noch vielen Dank für dein Abo. Ich glaube, du warst letztes Mal nicht da, als ich mich bedankt habe. Vielen, vielen Dank. Ach, oh Gott, stimmt, da war das. Und wo mussten wir jetzt hin? Frequenzchalet auf, indem du es vollständig deaktivierst. Okay. Gib Arthur Schweinekotelett. Gib Sommer 3 Edelsteine, Zitrina mit Schiss Diamant, Ametrisopal. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5. Verbesserung. Deine Ressourcen und kehre dann zu Alberts Werk. Um dein Reisbrett zu verbessern. Okay. Ich glaube, wir brauchen Leinsaat und Eiche. Eiche. Oder haben wir das schon benutzt, um das Haus für die Schlange zu bauen? Gerne doch. Dankeschön. Oh Gott. Was sollte ich jetzt aufwerten? Ins Chalet. Indem ich es vollständig dekoriere. Okay. Und Dekoration. Und dann schon da. Und wow! Okay, was? Und dann mal auf die Hilfe. Das Haus sieht viel besser aus. Als ob alles so angerichtet wurde, um mich glücklich zu machen. Aber mein Team. Die Materialien, die Farbwellen, die Gemütlichkeit. Hey. Einfach perfekt. Du hast mir wirklich zugehört und diese schöne Kajüte für mich gebaut. Das werde ich nicht vergessen. Innere Schönheit. Ich habe hier Fäden. Damit wollte ich Stoff für dich weben. Möchtest du die Fäden? Nein, mach Stoff. Ja, das fände ich gut. Habe ich heute schon gemacht. Hey.
Ich fühle mich viel besser. Das ist schön, wie geht's dir denn? Ah, super geht's dir. Fällt das Grasen an. Und wo ist die Schlange denn? War denn das Haus für die? Was? Ich glaube, es war das, aber die ist gar nicht da. Was ist die denn? Ah, im Garten. Ich habe nachgedacht. Als der Drache mich fand, zu Hause, wusste ich, dass ich gehen musste. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur heilen konnte, wenn ich ginge. Damals war es mir nicht bewusst, aber ich brauche Liebe. Mehr nicht. Und an diesem verwünschten Ort gab es keine Liebe. Aber im Exil traf ich deine Tante. Mir war noch nie jemand begegnet, der so voller Freude war wie Rose, vermutlich. Sie war so voller übersprühender Leben. Du erinnerst mich an sie, Stella. Sie pflegte mich wieder gesund, Schritt für Schritt. Ohne sie hätte der Drache mich mitgenommen. An Ort und Stelle, da bin ich mir sicher. Und dann hätte ich dich nie kennengelernt. Sie hat mir Dinge beigebracht, nicht auf die gewöhnliche Art, sondern indem sie mir die Augen für das geöffnet hat, was bereits in mir war. Für das reichhaltige Leben im Inneren, dem der Drache nichts anhaben konnte. Dem mein Vater nichts anhaben konnte. Für die Verbindung zwischen allen Dingen. Für universelle Liebe. Ich schulde ihr so viel. Nun ja, vielleicht habe ich deshalb das Gefühl, sich unterrichten zu müssen. Okay, du hast gerade keinen Hunger. Aber... Fühlst du dich nur nicht besser? Doch. Ja. Hat ein hübsches Haus. Wurde vor kurzem mal. Wie freut es, weil ich hier ein hübsches Haus gebaut habe. Was pflanzen wir denn? Ist ja alles fertig. Was brauchen wir denn? Ich hab so keinen Überblick mehr. Ganz müde. Jetzt schon wieder Nacht und Nacht konnten wir, glaube ich, nicht fahren. Oh. Ah, das ist nicht wundervoll, Liebling. Ah, stimmt, das war ja mein Onkel. Onkel Arthur. Und wenn. Aber die Schlange kann ich nicht mehr sagen. Hat mir das überhaupt jemand gesagt? So, bin ich nochmal gekommen? Geht das da? Nach unten interagieren. Rechts nach links. Ne. Okay. Ah. Beide unten. Heißen wir. Hm? Apfelsamen und Laufsamen. Okay. Das hat beides noch nicht, glaube ich. Kohle. Das kriegen wir auch, wenn wir Holzspäne in den Ofen bekommen. Aber wo bekomme ich Schweine? Schweinefleisch. Ehrlich. Lauf. Komm, wir probieren mal Lauf. Hey Soulwähler. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's? Alles schon gepackt. Hier ein bisschen blöd, warum sagt ihr mir das nicht? Ich bin voll. Nicht in der Mitte. Ja, wie geht's? Stella! Da bitte? Hör zu, Stella. Es tut mir leid, ich glaube, ich brauche einfach nur etwas Raum. Ein bisschen Zeit nur für mich.
Ich wusste, dass es keine gute Idee war, zur Villa zurückzukehren. Tut mir leid, das hat nichts mit dir zu tun. Du warst einfach nur liebenswert, seitdem du mich auf der Insel gefunden hast. Okay. Ich muss nur eine Weile alleine sein. Okay. Lala! Alleine sein. Okay. Wir gehen dann rein in dein Haus. Ja, ich glaube, ich war letztes Mal irgendwie echt überfordert. Ja. Weil die so viele Sachen immer wollten. Und es sind ja erst 3 Leute auf meinem Schiff. Das werden ja noch einige mehr vermutlich. Tag einmal würde ich hier einsehen, aber die Frau kommt immer am Tag, glaube ich, ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, Junge. Hier wäre es einfach. Ja, ich glaube, der... Aber der mochte ja alles. Wenn ich die Gruppe verwiesen, wenn ich umarmen will. Okay. Guten Morgen, Honigbienchen. Honigbienchen. Ich hab ihn noch gedacht. Oh, du hast meine Schwachstelle gefunden. Beim Nachtisch kann ich nicht mehr sagen. Köstlich. Okay, perfekt. Vielen Dank. Ich wäre auch die Schlange. Ja, nichts Gesundes ist. Nur nachgeht. Ben kommt jetzt nicht raus. Ich würde gerne rein, aber ich wollte ihn Ruhe gelassen. Guten Morgen, Stella. Morgen. Ich glaube, ich mache das nicht, weil letztes Mal, als ich Stoff gemacht habe, brauchte ich dann doch wieder Leinenblut. Oh, guck mal, die spielt meinen Pflanzen vor. Muss theoretisch auch mal wieder machen, aber praktisch verkauft das auch die Zeit und ich glaube, das klingt gar nicht wirklich. Die gehen nochmal angeln. Wo ist das denn jetzt vor? Wird auch bestimmt noch mega ungefähr. Wenn man dann die ganzen Sachen. Ach, da kamen wir nicht vorbei. Ich erinnere mich. Weil davor, glaube ich, Eis war. Eine Eisschicht. Ich erinnere mich.
ja so ein Eisbär, an dem wir nicht vorbei kamen. Ja, schon mal. Wo wohnt denn Onkel Abu? War das da? Cool. Das ist Ektoplasma. Okay, was kann ich? Nein, Farbe ist das. Aluminiumkasten. Wo ist dieses Zeug denn alles hier gekommen? Sind wir schon da? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich denke, das wird. Nicolette, kannst du mein Herz holen? Ich hab aber keine. Ist ja auch echt ungesund. Onkel Arthur. Eis. Oh, Eisenstimme drauf. Vermutlich schon wieder Nacht, wenn ich da nicht mehr rein bin, oder? Was ist denn das? Haben wir da schon? Was war das? Warum war es so schnell Tag? Tag. War das ein Wolf? War das so Wolf? War das, weil es Neumond war? Ich nicht. War schon da? So, da war das oben die Endzeile, oder? Also, ja. Jetzt ist wieder. Hat keinen Platz mehr oder wird die Bauflächen noch größer? Ja, du kannst es schieben. Das Schiff kannst du dann wieder vergrößern. Kein Korea, mein ich. Aber. Was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, ich habe gerade schon das zweitgrößte Schiff. Also einmal kann ich noch aufwerten. Aber dann war es das, glaube ich. Oh, da haben wir ein Land. Und was es da gibt. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, die sollten eigentlich nach rechts fahren. Fährt dann immer nach links. Mein Schaf! Mit dem kann ich immer noch nichts machen. Nicht mal umarmen kann ich. Hallo. Oh, das ist jemand von meinem Schiff, oder? Oh, hallo, junge Dame. Wie geht es dir? Oh, ja, genau. Vielleicht kannst du mir helfen. Du bist doch unten. Du bist dort unten doch sicherlich auf ein entlaufenes, wolliges Schaf gestoßen. Wollte es wieder in den Pferd treiben. Aber dieses sture Ding wollte einfach nicht auf mich hören. Du hast aber Glück, denn seine Schwäche ist seine Gefräßigkeit. Es wird also jedem folgen, der es füttert.
Wärst du so nett und willst das versuchen? Einschlafen. Aha, jetzt kann ich auf einmal essen gehen. Was magst du denn Kaffee wohl? Was mögen Schafe? Karotten. Jetzt folgst du mir! Der große böse Wolf, richtig? Die Schafe da hinten. Wie schön. Wie großartig, es folgt dir. Ich führe es jetzt einfach zum Pferch am Kai. Oder folge mir, ich bin dorthin unterwegs. Why not both? Hallo Amy, schön, dass du zuschaust. Achso, das ist der Pferch. Okay, meine Güte. Schön, dass du zuschaust, Amy. Wie geht's dir? Warum sollen wir die Taschentücher rausholen? Weil Spiritfahrer ein trauriges Spiel ist, Amy. Oh, was für ein nettes Schaf. Es ist dir bis zu seinem Zuhause gefolgt. Du hörst dich ja immer auf deinen Magen, nicht wahr, kleiner Kerl? Hihi, meine Söhne waren genauso. Findest du nicht auch, dass es einsam aussieht? Vielleicht ist es deswegen losgezogen. Ich werde ihm Gesellschaft leisten, keine Sorge. Aber vielleicht. Nun, wenn du noch ein verirrtes Schaf findest, könntest du es vielleicht hierher bringen? Dann können sie sich unterhalten. Also nur, wenn es dir keine Unannehmlichkeiten bereitet. Doch, tu das! Oh, ich bin übrigens Alice. Hallo, Alice. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Was wird das wohl für ein Tier? Okay, das heißt... Also, ich habe ja schon ein paar Schafe gesehen, aber... Müssen die dann auf mein Schiff von hier rüberfahren? Oder? Das gibt's ja nicht. Okay. Also, okay, mir geht es gut und selber. Ja, wie immer. Ich habe halt besser geschlafen als gestern. Gott sei Dank. Nein, ich bin erholt. Okay. Oh, ist das eine Mine? Hast du dir das Bildfahrer schon geholt, Amy, und angefangen? Schiefer oder irgendwas. Kohle, okay. Ein Kohleberg. Oder so, um dich hochtreiben zu lassen, wie er das. Nee, noch nicht. Danke. Morgen damit dann. Okay. Dienstag. Jo. Kein Problem. Bin auch noch nicht so weit gekommen bis hier. Tiefe! Das brauche ich. Ich dachte, da kommt jetzt eine Verbindung mit dem Luftstrom, aber wohl nicht. Warum haust du da nicht drauf? Und heute hast du nichts mehr vor ihm. Okay.
Okay. Moment. Das probiere ich aber nochmal. Da war irgendein Gang. Ja. Na doch. Ich glaube, ich eate gerade ein bisschen. Hier müssen wir öfters her, um Materialien zu farmen. Doch, später sind's. Okay, also, ja, dann schaue ich später vielleicht noch rein. Ich spiele wie immer nicht ganz so lange. Oh, kommst du nicht mit auf mein Schiff? Hast du noch ein Schaf gefunden? Nicht hier. Ich leiste dir ja gerne Gesellschaft, aber ein anderes Schaf wäre wahrscheinlich ein besserer Freund als eine verrückte alte Dame. Meinst du nicht auch? Eine verrückte alte Dame. Kann ich nicht identifizieren, was das. Vielleicht ein Vogel? Was das für ein Tier wäre, wahrscheinlich. Wie alt bin ich denn in Sims? Becky habe ich ja schon überholt. Wieso brauche ich schon wieder Wasser? Kann doch nicht mehr sein. Der Lauf. Der Lauf. Der Kaffee wächst irgendwie mega schnell. Ja, wir hatten was Neues. Ich hätte glaube ich Eis anbauen können. Ich und Ablauf doch viel mit Harvest Moon gleich. Im Ablauf hier, meinst du? Schon ein bisschen. Ja, hi. Komm, wir pflanzen mal hin. Brauchen bestimmt irgendwann noch rein. Also es gibt Gemeinsamkeiten, aber an für dich. Das ist schon auch ein anderes Spiel. Aber du hast halt die Charaktere, mit denen du anwandeln musst. Und Feldfrüchte, die du dann versorgen musst. Gehe ich wohl zum Schaf? Aber irgendwo konnte ich doch auch Eichenholz abbauen. Wo war das denn? Ja? Eichenstamm. Aber es ist unten Schaf. Okay, pass auf, wir gehen einmal zurück. Ich will jetzt eigentlich ins Gebiet. Es wird jetzt voll kompliziert. Voll der Umweg. Dann weiß ich schon mal ein bisschen, was auf mich zukommt. Ja. Also du baust hier eben diese Gebäude und dann kannst du da Sachen an und musst die ganze Zeit gießen, wie du siehst. Und dann musst du dich um die Leute kümmern. Was ist gerade für Nachrichten? Die haben bestimmt schon alle Hunger. Ich gebe ihnen nichts zu essen. Sagt Nacht. Ich verstehe das nicht. Warum ist jetzt auf einen Schlag Nacht geworden und vorhin auf einen Schlag Tag?
Das brauchen wir nicht, wenn man das braucht. Jetzt kann ich auch zwei Sachen zusammen machen. Das? Muschel und Rübe. So, jetzt wieder Tag. Guten Morgen, Heimling. Was habe ich dir gegeben? Ich habe genug, oder? Du darfst ihm nicht zweimal dasselbe Essen geben, sonst essen wir das nicht. Schäme dich, ich lasse einfach die Gäste für mich so. Tut mir leid. Oh, die schläft noch. Warum schläft die noch? Weil ich die Glocke nicht geläutet habe. Weil es gerade seltsam Tag wurde. Guten Morgen, ich bin Honigbienchen. Ich gehe gleich nach vorne. Danke, Mondbienchen. Danke, Mondbienchen. Die ist so süß. Guten Sturm. Da freut sich der Arthur wieder. Der Gwen geht immer ins Haus und Arthur freut sich total schnell. Ich glaube, ich habe keine leeren Wünsche. Ein Gewitter, hab keine Angst. Möchtest du so viele Bitte empfangen? Das ist richtig. Stell dich einfach in den Einschein und bitte. Wollte Nein drücken. Hab ich mal gedrückt? Ich wollte eigentlich Nein drücken. Ich glaube, ich hab's nicht mehr. Also da sollen wir mal rein. Ach, bin's bei dir. Regen kann einem echt den Tag verderben, nicht wahr? Sorry, ich bin total in die Mitte reingefahren. Oh, danke, ich hatte richtig Hunger. Mach mir ein bisschen Sorgen mit Ben. Die ist ja gar nicht. Die ist nicht ganz total im Zimmer. Ich kann gar nicht rein gerade. Ich kann gar nicht nach dir sehen. Warum raucht es hier raus? Ich kann hier auch nicht rein. Oh, das ist nicht so. Da kann ich in keine Tür rein. Kann ich jetzt nirgends rein? Das funktioniert gut. Und wieder einmal. Der Drache ist zurück. Dann nehmen wir. Gut, machen wir zwei. Ach, den Mann. Eh zu lange. Feuer, ja echt so. Mit Onis. Also
kann ich hier immer Quarz abbauen, weil ich noch Quarz davon habe. Ist das so, oder? Erleichtert, nicht wahr? Frage mich, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn wir diesen Drachen jedes Mal wieder begegnen, sollten wir ihm wohl helfen. Ganz egal, was ich davon halte. Aber jetzt muss ich erst einmal meine Gedanken ordnen. Danke für alles, Stella. Bitteschön. Was ist noch da? Schalentier, Eintopf. Oder Holz bekommen. Gemüse ein Kopf. Ich denke. Was denkst du? Du denkst bestimmt wieder über Speicherkonflikt nach. Nachher muss ich hier noch einen Schweinestall bauen und Schweine füllen oder so. Das finde ich aber auch nicht. Eine Schuhleere, Muschelschale, leere Flasche, alle Tricks. Wir könnten auch mal wieder verkaufen bei Frankie. Ich glaube, der hieß Frankie. Der hat doch unseren ganzen Müll gekauft. Ach, das war der. Oh, jetzt bin ich verloren. Der Gedicht über seine Akte. Ich bin immer noch, dass da vor dir nicht mithilft, aber gut. Sieh nur die ganzen Bäume an. Welche Bäume? Die ich hier gerade kaputt kriege. Da waren die Bäume. Ich werde etwas Holz sammeln. Hoffentlich kann ich später etwas daraus herstellen. Oh, das ist ja cool. Sammelst du eigenständig Holz? Und hingehen. Nein, immer von den Hühnchen. Okay, sonst war hier nicht. Aber jetzt muss ja nie mehr ins Sandholz. Automod, eine Nachricht wird zurückgehalten. Alles gut. Hey London. Weiß zwar nicht, was du mit einem Fake sagen willst,
Aber schön, dass du wieder zuschaust. Oh Gott, ist wieder lang. Ah. Komm nicht an die Himmel. Oh. Wie geht's dir, London? Hoffe gut. Okay, dann fahren wir mal weiter. Ah, okay, aber jetzt verstehe ich das. Das kommt nicht aus ihrem Zimmer, sondern das kommt, glaube ich, echt aus der Küche, wenn ich mir was färbe. Das macht mir Sinn, wenn ich mir was Bildsalat. Muss man nicht mit irgendwas kombinieren, ja. Yes. Etwas Neues. Hallo Francis. Ah, den hab ich von dir gesehen. Francis sagt, heute ist dein Glückstag. Du bist wahrlich ein Glückspilz. Ich habe eine neue Besorgung für dich. Ganz frisch. ACBM. Warte. Tässchen Tee gefällig. Eis und Kaffeebohnen, ja, das kann ich machen. Was habe ich? Rotlachs habe ich immer noch nicht. Und hier fällt das Nebelstoff. Okay, irgendwo gab es gerade nie das Ganze. Fallen und Sammeln. Häuschen und Abschluss. Das ist nicht gut. Haben wir zu Green gekommen, ich denke. Das brauchen wir doch für. Die Schlange. Deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Schicke Vase, ein wundervoller Gegenstand. Man sagt Vase, nicht Phase. Sollte verkaufen. So, wisst ihr es, Kinder? Vase und nicht Phase. Echt feucht und muffig. Okay. Antike Büste. Eine wundervolle Klasse. Vielleicht folgen dir ihre Augen, wenn du an ihr vorbeigehst. Sollte verkaufen. Okay. Salat haben, wo ihr habt ihr? Sesam. Oder habe ich die schon länger, kann die aber nicht anbauen? Hm. Ich würde jetzt Opalten spielen und Amethyst. Okay, danke, Francis. Haben wir Fish Curry. Oh, jetzt habe ich das doch. Ich wollte ja nur gucken, wo ich hin muss. Es wird zu schnell Nacht. Francis, kann sie nicht schlafen. Ah, ich wollte das Schaf finden. Das war der kleine Schaf. Jetzt, jetzt. Audi Pau, hey! Schön, dass du gut warst. Geht's dir? Wie läuft's bei Monkey Island? Oh, dann können wir aber noch kurz. Also jetzt, ja? Haben wir gestartet, ne? Und dann hier hin. Genau, zum Start. Ja, ja. Okay. Hey, ich habe ein VIP-Sein. Ja, natürlich. Wer öfters bei mir vorbeischaut, der kriegt ein VIP-Zeichen. Das ist, glaube ich, sogar auch in meiner Autohaus-Liste. Wo bin ich? Ja, natürlich, sagt sie. Danke, ja. Ein
eigentlich hier jemand Nudelrezepte? Was habe ich jetzt genommen? Vielleicht mal mit einer Muschel? Ja, wie geht's dir? Müssen wir mal wieder um Leute füttern. Wenn die es verhindert sind. Momentan komme ich leider nur am Mittwoch zum Streamen, aber dafür gucke ich nun öfters zu. Wird sicher wieder mehr werden, wenn der Lockdown irgendwann vorbei ist. Okay, warum streamst du denn nur am Mittwoch? Ist dein Internet bitte auch so schlecht? Nein. Oder hast du durch den Lockdown mehr zu tun? Nice! Ja, gerade doch coole Reise. Wir haben die Glocke wieder nicht geläutet. Ich schlafe wieder getroffen. Oh, hier ist ein Hin. Ich wollte dich füttern. Oh nein, tut mir leid. Meine Chakren sind noch nicht ausgerüstet. Dann. Getreidesalat. Für einen besten Tag. Der Salat ist ja vegan. Das müsst ihr mögen dann, oder? Oh, Stella. Gibt es denn etwas Besseres als eine Schüssel Getreidesalat? Das ist mit Abstand mein Lieblingsgericht. Aha. Er erfüllt mich mit unbändiger Freude. Hab Dank, meine Liebe. Perfekt. Perfekt. Ich denke, das Schweinekotelett könnte ich mir herbeigeben. Hab ich gerade nicht. Nimmst du auch. Fischcurry. Oh Junge. Liebe es nein. Dann kann ich nicht den benutzen. Er ist gern Bewohner auf diesem Schiff. Oder dein eigenes Haus. Dann wirst du immer mit Essen versorgt. Im Moment ist alles entspannt. Hattest du gestern Hyrule Warriors gestern noch geschafft? Da schon sehr weit aus. Nein, leider. Leider nicht. Hast du reingeguckt? Nein, ich habe es leider nicht geschafft, weil das schon viel. Weil ja, es ging dann halt doch länger als gedacht und irgendwie sind meine Charaktere die ganze Zeit echt unterlevelt. Ich will eigentlich runter. Ja, also ich bin noch nicht fertig geworden. Ich muss erst noch ein bisschen grinden. Das mache ich vermutlich offscreen. Und dann hoffe ich, dass ich es nächstes Mal dann abschließen kann. Wenn ich es spiele. Ja, langsam wird es eh. Die Gegner gehen halt auch immer länger, weil die ja immer stärker werden. Ja. Hört auf, cool zu sein. Und ich möchte endlich wissen, was du am Ende für zwei spezielle Charaktere noch kriegst. Siehst du das denn auch? Ich darf mich im Moment noch mit Homeschooling rumschlagen, das Nervchen rauskräfte. Ach so! Hast du auch schon ein Kind oder mehrere Kinder? Ja, das glaube ich. Und das soll man ja 3 Stunden am Tag, habe ich irgendwo gelesen. Das glaube ich. Das ist gerade nicht so cool. Da meckern meine Patienten auch. Und dann müssen die so viel Arbeitsblätter noch drucken, haben die gesagt. Ein Webstuhl ist schon etwas toll. Solange du damit tun kannst, was du willst. Aber weißt du, wie man jemanden nennt, der zur Arbeit am Webstuhl gezwungen wird? Weberknecht. Okay, ist der guckt genauso wie ich. Aha, ein Weberknecht. Oh, pass auf, das braucht mir, glaube ich. Leinenfaden, genau. Leinenfaden. Ich weiß nicht, woher ich das kriege. Nee, okay. Ach so, okay, da gibt's noch mehr. Dann stimmt gar nicht mit dem Schiff, was ich vorher erzählt habe. Dann gibt's da noch einige Größen.
Der fränkische Narwal. Ja, einen Briefkasten sollten wir doch mal haben. Haben wir das jetzt? Nee, weil wir haben ja auch Leinenfasern. Also Leinenfasern. Drei Stunden. Doch in Ordnung. Kind 1 ist gerade in die erste Klasse gekommen und Kind 2 ist Kita-Kind. Okay. Das ist ja perfekt dann bei dir. Auf die muss man halt echt noch aufpassen dann. Hyrule Warriors hatte ich überlegt, aber scheint auch zeitintensiv zu sein. Auf jeden Fall. Irgendwann eventuell, wenn es mal im Angebot und wieder mehr Zeit da ist. Das ist ich. Oh, ja, in 3 Stunden sind nicht so leicht unterzukriegen, oder? Was bist du? Danke, Honigbienchen. Okay. Auf Samen ein. Ah, vielleicht hat die mir Samen gekauft. Ja. Mit Mais? Okay. Lauch. Was bekommen wir jetzt? Ich bete. Muscheln bewahren. Schon wieder wegmachen. Kann man da Essen anbrennen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich habe es schon so einen Tag drin gelassen und es ist nicht passiert. Also denke ich eher nicht. Vor allem, ich bin da mit Pausen schon länger dran. Bei der ersten Klasse geht auch vor allem darum, erst einmal noch lesen und rechnen zu lernen. Meine Buchstaben breit bin ich. Oh Gott. Oh Gott. Da war Kind 1 schon in die Schule. Oder ist das dann gerade auch gestrichen?